Jo, hier ist der PNB, heute bei Backspin TV mit Ronja bei Snapshot und wir sind heute direkt hier im Taxi und unterhalten uns über mein neues Album Taxi Driver. Na, alles gut? Ja, und bei dir? Auch soweit, danke. Ich wollte dich mal ein paar Fragen zu deinem Album stellen. Gerne. Am 3.7. hast du dein Produzentenalbum Taxi Driver rausgebracht. Richtig. Wenn man ein Produzentenalbum macht mit so vielen Künstlern, ist der Facettenreichtum ja quasi schon vorprogrammiert, oder? Ja, das auf jeden Fall. Das macht auch immer Spaß, so weil ich das im Vorfeld auch immer schon so ein bisschen einplan. Und da kann ich mich auch ein bisschen mit meinen Soundklängen da austoben, ne? Wie würdest du den Sound deines Albums denn beschreiben? Ich habe da mehrere Richtungen angeschlagen und ich denke mal, dass es diesmal sehr West Coast-lastig teilweise geworden ist. Mhm. Ein bisschen trappig und ein bisschen das, was ich schon immer sehr gemacht habe, auch ein bisschen diese Motown-Soul-Geschichten. Ja. Wie kann man sich die Entstehungsphase vorstellen? Gab es da Höhen oder Tiefen? Gab es da Chaoten, mit denen es nicht ganz so leicht war? Ja, Höhen und Tiefen gab es. Speziell bei dem Titelsong Taxi Driver. Mhm. Da gab es so ein paar Tiefen auch zwischendurch. Was denn? Das Ganze drumherum war sehr kompliziert und anstrengend. Mhm. Also die ganze Mixphase. Die Umsetzungsphase für das Video, das hat mich auf jeden Fall 2-3 graue Haare gekostet. und ja, Höhepunkte dann, als das Video dann rausgekommen ist, so, weil das war für mich was ich dann ablassen konnte und ja, wo ich mich auch sehr drauf gefreut habe. War es denn mit den einen schwieriger und mit den anderen leichter, das Produzieren? Ja, kann man schon so sagen. Einige haben halt ein bisschen länger gebraucht, bei einigen ging es halt schneller. Aber nichtsdestotrotz haben alle richtig schön abgeliefert und ich bin super zufrieden. Bist du denn zufrieden mit der Resonanz jetzt? Ja, sehr zufrieden sogar. Ja, das ist jetzt 2 Wochen her, das Ding, und ich kriege halt täglich Feedback noch. Durchweg eigentlich positiv auch und ja, darüber freue ich mich natürlich sehr. Findest du, dass die Producer insgesamt in Deutschland ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit generell kriegen? Ja, also mittlerweile ist das schon besser geworden, aber ich glaube einfach, dass die Wertschätzung, der Respekt für den Produzenten noch nicht gegeben ist so richtig. Also das Einzige ist, die Leute sagen halt, der und der, der macht halt einen geilen Beat, aber ja, das war es dann auch schon eigentlich. In deiner Feature-Liste sind ja sehr viele unterschiedliche Leute vertreten, von 187 bis Kapuz bis DJ Mirko Machine und Jaces. Musstest du mit denen noch connecten, mit manchen von den Künstlern, oder war da die... Ja, mit den einen oder anderen musste ich noch connecten und mit einigen habe ich ja schon vorher auch zusammengearbeitet und habe denen halt meine Vision unterteilt und die haben das dann so gut sie konnten umgesetzt und ja, wie ich vorhin schon sagte, auch ich war top zufrieden, also ich musste mir da... Ich hatte anfangs ein bisschen Bedenken, ob jeder mit dem Thema Taxi halt was anfangen kann, aber jeder hat das halt aus seiner eigenen Perspektive gut umgesetzt und deswegen bin ich da auch echt zufrieden. Hattest du den dann vorgespielt und meintest, ja, den hatte ich jetzt für dich gedacht, oder hast du die selber reinhören lassen? Das ist auch verschieden. Also es gibt Beispiele, da habe ich halt mehrere Beats also vorgespielt und dann haben wir uns einen zusammen ausgesucht. Mhm. Man muss ja auch ein bisschen Kompromisse eingehen. Du kannst ja auch nicht immer jedem genau deine Vision auftragen, wenn er vielleicht den Beat nicht fühlt oder im schlechten Fall auch die Idee halt nicht feiert. Ne? Ja, aber klar. Im Grunde genommen, also die Hälfte konnte ich schon durchsetzen mit den Beats, die ich auch genau haben wollte. Mhm. Und wer fehlt auf deinem Album? Wen hättest du gerne noch dabei gehabt? Da bin ich eigentlich offen. Also es gab jetzt keinen, wo ich gesagt habe, oh, der musste noch mit drauf. Ich connecte halt sehr gerne und auch mit Leuten, die gerne was können und auch sehr bemüht sind, so wie ich es halt bin. Und was dann entsteht, entsteht. Also es gab jetzt keinen, wo ich gesagt habe, okay, der hätte noch gemusst und... Ja, da bin ich eigentlich mal relativ offen. Du hast jetzt auch schon wieder mehrere Hamburger auf deinem Album. Vorher hattest du ja auch schon mit vielen, also zum Beispiel mit BOZ, Karim, 187, hattest du ja auch schon vorher mit zusammengearbeitet. Würdest du sagen, Hamburg ist die Stadt Nummer 1 des Deutschraps? Ja, natürlich, weil ich bin Hamburger, dann muss ich doch repräsentieren. Ne? Also nein, also ich denke, dass wir mittlerweile, es können Leute aus, du siehst es ja selber, es kommen teilweise Leute aus dem Dorf und kommen an den Start, oder was heißt aus dem Dorf, aber aus Städten, die eigentlich keiner kennt. So. Ja. Ich glaube, dass das mit den Skills und so eigentlich gar nicht mehr viel zu tun hat. Also dass das unbedingt aus Hamburg kommen muss. Ja. Es ist ja dein drittes
Produzentenalbum. Wie kam die Idee, dass du plötzlich sagtest, ich möchte jetzt ein Konzeptalbum machen mit einem roten Faden, soll sich in gewisser Weise an meiner Tätigkeit anlehnen, es soll mehr persönlicher sein? Das kam, ich habe 2013 Play My Beats gemacht, meinen zweiten Sampler. Und das war, wie gesagt, nachdem ich ein Jahr das sacken lassen habe, habe ich einfach gemerkt, so, dass ich einfach gerne was anderes machen würde, was mehr Substanz hat, also ein Konzeptalbum einfach eigentlich. Und weil das andere war, so sehr ich das Album auch gern mag, aber es war sehr durchwürfelt. Also dann war einmal der Style drauf, einmal der Style, und das hat alles irgendwie vom Thema auch keinen richtigen Zusammenhang gehabt. Und ich wollte mich auch gern mehr einbringen, und dann habe ich halt nicht lange überlegen müssen, habe ich halt die Tätigkeit genommen, wo ich auch mein Geld mit verdiene. Ja. Das Taxifahren halt. Und ja, dann habe ich die beiden Sachen zusammengemischt halt, Patrick und B&B, und daraus habe ich dann halt mit dem Film, natürlich auch mit dem Film Zusammenhang für Taxi Driver auch 76 mit De Niro, habe ich das dann halt zusammengewürfelt als Produkt und daraus ein Album gemacht. Ja, fühlt man sich manchmal ein bisschen einsam beim Taxifahren? Schaffe ich gar nicht, weil ich telefoniere hier so viel während der Fahrt, wenn ich nicht wenn ich keine Fahrgäste habe. Oder ich höre auch sehr viel meine Beats, die ich gerade frisch gemacht habe, gleich auf dem USB-Stick, und die höre ich mir meistens gleich an. Also, es kommt eigentlich gar nicht dazu richtig, dass ich Langeweile kriege. Okay. Ich sehe ja auch, dass du die beiden Alben hier kleben hast. Mhm. Läuft dein Album auch im Taxi, wenn Kunden da sind? Ja, aber das muss ich sagen, das mache ich nicht. Das mache ich nur auf Anfrage. Ja? Wenn die es nicht kennen und sagen, kannst du es mal anmachen, dann mache ich es an. Okay, also sie kleben hier immer, sodass man darauf aufmerksam wird. Genau, und im besten Fall schnappen die dann auch mal zu. Da wir ja jetzt schon im Taxi sitzen, würde ich gerne von dir mal ein paar Taxi-Stories hören. Da muss ich ein bisschen überlegen. Ich muss auch sagen, ich schüttel jedes Wochenende den Kopf, wenn ich aus dem Taxi dann nach dem Feierabend aussteige. Kann ich mir vorstellen. Und welchen verdränge ich das auch gerne mal. Aber verrückte Sachen. Ich hatte mal ein komisches, unmoralisches Angebot hier. Und zwar? Ja, da war eine junge Dame hinten, und die war halt nach dem Feiern, habe ich die nach Hause gefahren, und dann wollte sie halt gerne, dass ich noch mit nach oben komme. Das war so, die war auch ein bisschen crazy auf jeden Fall. Habe ich dann nicht gemacht, um das aufzulösen. Das war mir ein bisschen zu suspekt. Silvester habe ich auch Geschichten erlebt. Ich habe auch Leute nach Hause gefahren um 10 Uhr morgens. Da arbeite ich auch ein bisschen länger Silvester, wenn ich arbeite. Die wollten mit mir noch spokern gehen und koksen und was weiß ich. Oder ich habe auch schon mal Leute gehabt, die klopfen mir an eine Scheibe und fragen einfach, ob ich die ein Stück mitnehmen kann. Einfach so? Einfach so. Also wenn das jetzt irgendwie Leute wären, die irgendwie arm sind oder wo ich sehe, ey, denen geht es nicht gut, dann würde ich denen auch gerne helfen. Ja. Aber sie fragen ganz frech teilweise. Also was ich hier wirklich gelernt habe, die Leute sind, Menschen sind frech. Ja. Das erlebst du hier schon öfter. Aber so jetzt, ich habe auch schon ein, zwei Geschichten, also mit, auch gerade mit Mädels erlebt, wo die sich hier echt super daneben mögen. Man sagt ja mal, Mädels benehmen sich, aber das kann bei Alkohol auch ganz schnell ausarten. Ja. Und ja, Erbrechen, solche Sachen habe ich natürlich auch schon gehabt hier. Ne? Aber hast du dich auch schon mal mit jemandem angelegt? Auch, ja. So richtig? Ja, einmal richtig, aber glücklicherweise war da jemand, der uns auseinandergenommen hat. Okay. Was gefällt dir an dem Job? Am meisten, ich mag sehr gerne Autofahren. Und ursprünglich war die Idee ja eigentlich nur, ein bisschen zu fahren, auch damit ich meine Musik eigentlich, das neben meiner Musik halt gut machen kann. Ja. Weil das nimmst du nicht großartig mit nach Hause. Da fährst du, hast dein Geld verdient und gehst nach Hause. Ja. Irgendwann ist es dann so weit gekommen, dass ich mich sogar selbstständig gemacht habe. Also, dass ich jetzt schon da noch tiefer drin bin in dem Taxi-Ding, als ich wollte. Ja. Und ja, also mir macht das halt Spaß zu fahren einfach. Ich habe hier relativ viel Freiheiten, kann auch, wie gesagt, immer meine Musik anmachen, das natürlich meine größte Leidenschaft ist. Und, ja. Promotet sich das Album hier gut im Taxi? Ja. Auf jeden Fall. Und was ist so, was dir gar nicht gefällt hier an diesem Job? Denkst du manchmal, eigentlich keinen Bock mehr auf Taxifahren? Ja, so also mit Menschen halt andauernd zu tun zu haben. Also das hört sich jetzt ein bisschen... Das gefällt dir nicht? Nee, also es kommt darauf an, wie die drauf sind. Ich sage ja, wenn du mal auch nicht so einen guten Tag hast am Wochenende, das ist halt, die können sehr anstrengend sein. Und das ist halt, kann dann irgendwann auch nervig werden. Gut, vielleicht fahren wir jetzt gleich mal irgendwo ran. Mhm. Weil, um dich besser kennenzulernen, habe ich nämlich noch mein Freundschaftsbuch dabei. Oh, okay. So wie in der Schule früher, oder wie? So wie in der Schule früher.
Okay, jetzt sind wir an der Endstation angekommen mit deinem Taxi. Damit die Leute dich da draußen noch ein bisschen mehr kennenlernen, habe ich jetzt etwas anderes mit dir vor. Und zwar geht es jetzt um das Freundebuch. Ja. Und zwar trägst du dich hier ein, das sind zwei Seiten. Und währenddessen frage ich dich noch ein paar persönliche Fragen. Okay. Wie würdest du dich in wenigen Sätzen selbst beschreiben? Sehr zielstrebig, ehrlich, auch mal eine negative ungeduldig. Ja. Was ist dein musikalisches Markenzeichen? Harte Drums. Wer ist deine Traumzusammenarbeit? Oh, da gibt es so viele. Also einmal vielleicht in Deutschland und dann nochmal international. Deutschland bin ich eigentlich, wie gesagt, wie ich auch vorhin schon meinte, wäre ich für jeden offen. Habe ich jetzt aber keine Traumvorstellung, aber so schon so ein Jay-Z, Eminem, das wäre schon mal was Cooles auf jeden Fall. Ja. Was ist deine persönliche Sucht? Musik. Deine schlimmste Jugendmodesünde? Nick Carter, Potschnitt. Und von Klamotten her? Klamotten? Da war ich eigentlich immer relativ fresh, glaube ich. Es sei denn, irgendjemand holt jetzt irgendein spezielles Foto nochmal raus. Ne, wüsste ich jetzt auf Anhieb auch nicht. Was hatte ich jetzt speziell in Modesünden? Also ich habe jetzt keine so ein Buffalo-Schuh oder sowas getragen jetzt. Oder irgendwie sowas. Oder nee, fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein. Jemanden, den du nie getroffen hast, aber denkst, du würdest gut mit ihm klarkommen? Das habe ich schon so oft gehabt, wenn ich irgendwelche Serien oder Filme geguckt habe. Dass ich gedacht habe, mit dir wäre ich echt voll cool so und Chico, aber leider hier auch habe ich jetzt kein richtiges Beispiel. Okay, was ist das erste Album, was du besaßt? Das erste Album ist eine David Hasselhoff-Kassette gewesen. Ich glaube 1990 oder so war das. Ja, das war mein erstes Album. Was ist denn deine größte Inspiration? Inwiefern musikalisch oder? Mhm. Das wechselt immer so ein bisschen. Also eine Zeit lang war das für mich so DJ Premier. Mhm. Aber es ist auch schon 15 Jahre her, dass ich das gedacht habe. Davor war es RZA von Wu-Tang. Irgendwann war es Dr. Dre, also relativ klassisch eigentlich. Aber heute habe ich das nicht mehr. Nee? Nee, im Moment nicht mehr. Nur noch du selbst quasi? Ja, also nicht, dass ich jetzt der Tollste bin oder so, aber ich habe jetzt keinen, der mich jetzt so richtig inspiriert irgendwie. Okay. Das sind immer so einzelne Songs, glaube ich, eher, oder so Momente, wo ich das mal habe, aber ich habe keinen. Ja, und ich glaube, das auch, passiert auch viel im Unterbewusstsein. Genau. Ja. Was ist das größte Risiko, was du je eingegangen bist? Fällt dir da spontan was ein? Meine Alben eigentlich, finanzielle Risiken. Mhm. Aber das mache ich irgendwo auch gerne. Mhm. Aber sonst irgendwie finanziell, nee, sonst bin ich eigentlich immer relativ bedacht. Ist dir auch wichtig, dass du immer einen sicheren Job hast noch, also neben diesem kreativen Job? Ja, auf jeden Fall. Man hat ja auch irgendwann mal so einen Lebensstandard und den will man auch halten. Ja. Und deswegen auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Auf eine einsame Insel würdest du mit? Mit einer guten, sehr guten Frau, die, mit der ich eine schöne Zeit natürlich verbringen kann. Mit viel guter Musik und mit sehr viel gutem Essen. Klingt doch gut. Drei Stärken, drei Schwächen? Ja, wie am Anfang, wie ich schon sagte. Ja. Also ich bin sehr willensstark, diszipliniert bin ich auch und mit Dritte wusste ich jetzt so auf Anhieb nicht, aber Schwächen, wie gesagt, ungeduldig bin ich, manchmal auch ein bisschen übereifrig. Ja. Etwas, was du im Leben lieber nicht gemacht hättest? Ich glaube meine Ausbildung, aufgrund dessen, weil ich da sehr viel Zeit verschwendet habe und weil ich davon jetzt überhaupt nichts habe, außer einen Schein, dass ich meine Ausbildung hier gemacht habe. Meinst du nicht, dass die Erfahrung das trotzdem irgendwie wert war? Ja, also ich deswegen bereue ich es jetzt auch nicht allzu doll, aber es ist schon eine Zeitverschwendung gewesen und ich habe davon auch jetzt nichts. Bester Ort in Hamburg, außer hier jetzt am Hafen natürlich. Das kann ich dir schnell beantworten, und zwar in Blankenese, das Treppenviertel. Mhm. Das ist für mich das Schönste, also da gehe ich immer gerne mal wieder hin. Ist auch bei mir im Hamburger Westen, da wo ich herkomme. Und kann ich auch jedem empfehlen. Ist echt eine super schöne Ecke, wo man sich gerne mal aufhalten kann. Und bestes Restaurant? Wo gehst du gerne essen? Ich meine, du gehst ja viel auch nachts essen. Genau, da gibt es viele. Jetzt muss ich natürlich Werbung für jemanden machen. Ne? Kürsufer in Altona.
Okay, interessanteste Person, die du jemals getroffen hast? Also ich glaube, das Gefühl habe ich schon öfter gehabt, wenn ich mal jemanden kennengelernt habe am Anfang. Aber irgendwann mal ist es dann vielleicht auch nicht mehr so interessant. Also, Also irgendjemand hängen geblieben? Auch nicht. Nee? Schade. Tut mir leid, aber ich habe da jetzt auch nicht mal so, nee. Habe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Okay, also keine konkreten. Also ich habe viele interessante Menschen kennengelernt, oder es gibt sehr viele interessante Menschen, aber jetzt jemanden, wo ich wirklich sage, ey, also wo ich noch jeden Tag dran denke oder alle paar Tage, das habe ich leider nicht. Wenn du jetzt 3 Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen? Gesundheit für meine Familie, für mich auch natürlich. Ich würde mir mehr Frieden auf der Welt wünschen. Und ja, dass man immer finanziell auf einem guten Wohlstand sein kann auf jeden Fall. Dann lasse ich dich jetzt noch zu Ende schreiben. Danke. Wir machen gleich danach noch ein Foto zusammen für das Buch. Gerne. Aber ich lasse dich jetzt erstmal schreiben. Okay. Ja. Super. Ich bedanke mich für dieses Interview. Gerne. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich schenke dir noch mal die letzten Worte. Ich habe am 3. Juli ein Album rausgebracht namens Taxi Driver, ein Konzeptalbum. Und da steckt sehr viel Mühe und Arbeit drin, wie natürlich bei jedem Künstler. Checkt das auf jeden Fall mal aus, wenn ihr noch nichts davon gehört habt. Und besten Fall schnappt auch mal zu. Würde mich freuen. Backspin.